meine Hauptmission machen, weil ich nicht der Anführer bin. Dann bin ich erstmal komplett falsch geflogen. Oh, ich muss die Set Region wieder rausnehmen. Ich dreh durch mit 20. So kann ich nicht spielen. Du willst die, also Sternlicht Wandel will 1000 Cent holen, um diese F&E 4er Pakete zu bekommen. Wozu? Was will ich? Also das F&E ist ja nur zum Craften da. Also ich kenne ja Sternlicht Wandel von meinem Stream. Die F&E Pakete, die momentan, die am Donnerstag rauskommen, weil am Donnerstag, du hast den Blog hier vielleicht noch nicht gelesen. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ja, genau. Es hat was mit einem Blog zu tun, der heute rausgekommen ist. Ach so, das ist mit der Filmsvideo? Es gibt wieder, ja, genau. Aber das ist ja nicht gesagt, dass man das Schiff auch kriegt. Ist ja wieder ein Glücksspiel. Ist natürlich chancebasiert, das Ganze. Hier stehen wieder die Alter, hier stehen weißt wieder du, die weißt du mal, wie, weißt du mal, wie die Chance Solarium-Konsole hier. Weißt du nochmal, wie die Chance war? Laut Spielertests ist es so immer irgendwie im Dreh von 0,5%, sagen viele Spieler. Genaue Zahlen gibt es nicht. Also es gibt keine offiziellen Zahlen. Und Sternlich Wandel, du brauchst keine Angst haben. Cheaten kann man in dem Spiel sowieso nicht. Nö. Was ist denn das hier? Das ist doch hier ein... So, mein neues Phaser-Rifle. Boah, das leuchtet ja vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie die Sau hier ausgestattet ist, ey. Nice glowing. Man wüsste, was das für welche... Awesome! Wie das Ding... Zum, 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 zum. Nice. Auch nicht. Was hat denn hier für komisches Zeug? Ich muss sagen, sieht richtig gut aus, das Phaser Rifle. Und was ich auch für zum Dilly fahren empfehlen kann, mach auch immer ruhig Dorfoffiziere Geschichte jeden Tag. Da kommt immer wieder ein bisschen Dilly dabei raus, ohne dass du was machst. Wenn er sagt, das blinkt, weil der Akku low ist. Das kann natürlich sein, dass der Akku von der Knarre leer ist, ja. Auch mal ein paar Doff-Dinger machen da hier, ey. Kann nicht sein, dass du so weit voraus bist, ja. Das erste hier von... Du, das war wirklich... Ich wollte diese Doff-Aufträge machen für diese Dingens hier, für diese Temporal-Aufträge. Ach, das ist eine Spionage, deswegen. Warum habe ich keine Spionage? Keine Temporalen. Und Doff-Aufträge bringen einfach abartig viel XP. Also. Wow, die Ikonianer-Rüstung sieht aber bei der Beleuchtung hier auch mega Porno aus. Obwohl das Admiralitätssystem noch deutlich mehr bringt, ne? Wow, sieht der Panzer gut aus. Einen, temporalen Offizier. Ach, hier. Zero. Haben die einen? Bob? Sonderoffiziere? Nee, Sonderoffiziere. Ich bin auf die Schnelle ein Zeit-Ding her. Ein Zeitwurf. Also, ein neueres Grafik-Update gab's nicht, Emanuel. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir das Beleuchtungs-Update bekommen haben, aber. Nichtsdestotrotz sind immer wieder neue Objekte, die ich in der Beleuchtung noch nicht gesehen habe. So, immer mal wieder. Oder Maps, auf denen ich noch nicht war, wo ich die Beleuchtung noch nicht kenne. Beleuchtung wird auf manchen Maps ja auch nochmal nachbearbeitet. Und viele Sachen habe ich in der Beleuchtung noch nicht gesehen, wie zum Beispiel hier die Mako-Rüstung. Habe ich auch noch nie in der Beleuchtung gesehen. Sieht total geil aus. Aber die Ikonianer-Panzerung hier vom Olaf sieht so awesome aus. Ich habe neulich mit dem JP, mit dem Klingon zusammen, die Mission gemacht, wo du diesen Bohrer auf diesen Eisplaneten reparieren musst. Er sieht aus wie ein Transformer. Fällt mir jetzt gerade auf. Er sieht aus wie, keine Ahnung, wie Bumblebee oder irgendwie so. So. Nur halt nur nicht in den Farben. Wenn er das Ganze noch gelb einfärben würde, wäre Bumblebee. Sieht voll krass aus. Und dann mit der Zephyrim Cochrane Shotgun dazu. Schaut echt aus wie ein Bumblebee. Ja, wirklich, ne? Wie ein Transformer sieht er aus. Stimmt, wir haben letztes Mal hier aufgehört. Da sieht man vor allem, wie schlimm eigentlich die neue Lichttechnik auf den alten Maps ausschaut, ne? Ja, die alten Objekte sehen halt dann echt blöde aus, ja. So, ich bin auf jeden Fall draußen. Auch die Jungs hier mit ihrer Solarium-Konsole hier, da. Seh dich, du rennst die Treppe hoch. Ja, ich renn die Treppe hoch. Mal ein bisschen andere Aussicht. Hoch. Und... Huh, Batz! Batz! Back! Los, fall runter! Fall runter! Das tut nicht gut.
Oh, mein Fisch ist ja nicht mitgekommen. Das geht ja leider nicht. Dann nein, deswegen riechst du gut hier. Der verfaulte Gammel. Oh, jetzt stinkt's wieder. Mit deiner Sardine hier. Ah, das ist gar nicht so einfach. Ich muss sagen, dass mit dem. Mit dem der Baum da unten sieht aus wie ein Gehirn. Yeah. Oh. Wieder nicht eingekauft. Ah, das ist blöd mit dem Zeug. Wo ist denn das Zeug hier in den Rücken? Das ist Schiffsausrüstung. Brainbug? Ja. Brains! Vor allem Gehirne sind noch weich, oder? Donnerskopfschmerzen? Wen haben wir eigentlich alles hier in-game? Wir haben den Outku, wir haben Olaf, Piggy haben wir da, Piggy, passt ja zu dir. Miss Timmy Piggy, Henrik haben wir da, DJ Spock Pi haben wir da. Rum. DJ Spock habe ich auch schon gesehen. Ja, da unten rennt DJ Spock rum, dann haben wir hier noch Tony ist noch da. Wen haben wir noch da? Ist noch jemand, den ich gerade übersehe? Nö, ne? Vielleicht nur Redon. Aber stress dich nicht, Don. Oh, das ist ganz schön hoch gewesen. Wir haben so lange wieder auf eine Schweineaufnahme gewartet, dann können wir die 2 Sekunden noch warten. Ich muss mal gucken, was müssen wir eigentlich in der Mission machen? Ich finde, das ist eine perfekte Wiedereinstiegsschweinefolge, in der wir einfach gar nichts machen. Das ist eigentlich nur die Mission, wo wir, eine Kommandofähigkeit für ein Ding? Wie? Das ist eine schöne Kommandofähigkeit für... Für einen Taktiker. Für einen Commander-Taktik. Der hat keine guten, außer vielleicht ein Omega 3. Passt. Gut. Also Omega 3 oder halt Kanone Streusalbe 3. Ansonsten hat er. Kanone habe ich jetzt gerade keine. Deswegen, ja, gut. Ansonsten wüsste ich keine guten Commander-Fähigkeiten. Die Omega Beams, 3, würde ich halt sagen. Die Beams, die das Schiff hat, sind das jetzt Beams oder sind das Kanonen? Beams. Sehen aber auch besser aus, finde ich. Ja, die sehen aber irgendwie aus wie Kanonen irgendwie ein bisschen. Ja, also, nee, bei den Beams finde ich das geil, dass sie dieses Pulsen haben. Genau. Und dadurch haben die so einen Kanonentouch. Kanonentouch ist ganz, finde ich, bei den JJ-Waffen richtig. Ja, das sowieso. Aber die zählen ja auch noch als Beams, ne? Ja. Was mich eigentlich wundert. Am Freitag übrigens, Testlabor von der JJ Prize. Nicht verpassen. Echt? Machst du das? Mhm. Er macht das. Er macht es. Hm? Ups, ich wollte am Freitag meinen Klingon streamen. Ne, mal gucken. Du streamst den noch immer freitags. Ich weiß nicht, ich stream den eigentlich dann, wenn ich Bock hab. Jetzt. Aber finde ich cool, dass es auch eine Piggy gibt hier. Finde ich total schön. Miss Piggy. Da hinten kommt Killerbraut. Manchmal ist es vor allem so geil, ne? Da merkst du eigentlich, wie lange du schon spielst, egal auf welcher Map du manchmal läufst. Ne? Du hast immer irgendwo einen, der befreundet ist mit dir. Ja, das ist schön, das ist total schön, wenn du dich einloggst. Das ist dieser geile Community-MMO-Faktor. Du loggst dich in das Spiel ein und du bist nie allein. Du hast nie das Gefühl, dass du allein bist. Du brauchst den Chat dafür nicht mal, weil... egal, wo du im Spiel hingehst, du wirst ja, auch wenn du einen Map-Transfer machst, wird ja priorisiert, dass du auf Maps gehst, wo A, deine Flottenmitglieder sind oder B, deine Freunde. Das war aber nicht immer so. Und ich habe ja mein Interface auch so eingestellt, dass ich nur Namen sehe, wenn ich mit den Leuten befreundet bin oder sie in der Flotte sind. Ansonsten sehe ich gar nicht den Namen. Genau, so ist es. Es ist, glaube ich, sogar eine Standardeinstellung. Ja. So ist es bei mir auch eingestellt, deswegen siehst du halt sofort, wenn irgendwie einer befreundet ist mit dir oder so. Ja, das finde ich total cool. Ich liebe das. Muss ich mal ganz kurz mal schauen. Aktuell sind wir jetzt hier zusammen 5, also 19 Spieler insgesamt und 10 davon sind wir. Also 5 Flotte, 5, obwohl das ist ja gleich. Kriege ich einen spontanen Zeitbuff her? Du kannst auch einen umtrainieren. Echt? Ja. Mhm. Mit Büchern. Oh, Killerkrapfen, dankeschön für die Freundschaftsanfrage. Danke. Da gibt's Spezialisierungsbücher, zum Beispiel auf Zeit auf Agenten oder Spionage oder sowas zu trainieren. Genau. Oder alles. Die gab's doch beim normalen Bücherhändler, ne? Gab's die da nicht? Nee, die gibt's nur in der Tauschbörse, weil man sie nur craften kann im F&E-System. Aber ich glaube, die sind nicht sehr teuer. Nö, sind auch nicht teuer. Wie heißen die? Und Payplay, mach dir keine Sorgen. Eine Woche später teste ich die Vengeance. Also das heißt, also jetzt am Freitag
kommt die JJ und die Woche darauf am Freitag kommt die Vengeance, also der Spieler. Kann man mir ganz kurz auf die Sprünge helfen? Ah, wie heißt das Buch zum Umtrainieren? Umskillung oder? Also ich weiß es gerade auch nicht mehr, wie es heißt, aber gib einfach, was brauchst du? Zum Zeitagenten umskillen. Waren das Zeitagenten temporal oder wie heißen die nochmal? Du musst erstmal am besten die richtige Kategorie auswählen und zwar Lehrbücher und gib mal da Spionage ein. Weil Lehrbücher gibt. Nee, nicht Spiel. Achso, erstmal die Kategorie finden, ne? Also, ich weiß ja nicht, was du suchst. Ja, gut, Zeitagent habe ich einen Haufen Bücher, aber ich brauche ja auch einen Zeitagenten, der das dann landen kann, oder nicht? Nein! Doch, weil Lita ist das zum Beispiel eine Spionage. Na, ja, aber du kannst Lita das aber beibringen. Du kannst dann ist aber kein Spionage mehr. Doch, du kannst das jederzeit umswitchen. Ach so. Hier, ja genau, und dann brauche ich wieder dieses komische Buch dafür. Du brauchst einmal das Buch lernen und dann kann. Und sie kann jederzeit in den Nest switchen. So, war das nicht jetzt, ein Spezialisierungslehrbuch? Fördern, jetzt habe ich es hier gesehen. Ach, das auch noch. Jetzt haben wir es. Und das kann ich auch nie auswählen. Sternlicht Wandje fragt gerade, wie kann man eigentlich sowas wie zum Beispiel den Herold-Panzer anziehen? Also grundsätzlich muss man ihn natürlich erstmal haben, ist klar. Aber damals war es so, wenn man angelegt hatte, war der automatisch angezeigt. Jetzt ist aber so, man hat ihn und man kann alles, welche Körperpanzer, Herold-Panzer und solche Sachen jetzt beim Schneider auswählen. Das heißt, man kann sich jetzt Kombinationen machen, wie man es will. Dadurch entstehen halt, finde ich auch geil, dadurch entstehen da richtig freaky Leute. Aber geh mal zum Schneider, da kann man das auswählen. Man muss ihn halt besitzen. Ja, man muss ihn besitzen. Was kostet er eigentlich? Ich hab kein Lobby jetzt gerade hier, ne? Schade. Weiß ich auch nicht mehr. Hab leider kein Lobby-Kristall gerade da. Was war nochmal das dreieckige Symbol? Wie das dreieckige? Führung, oder was? War das Führung? Nein, Spionage. Zeitagent, doch, das war Zeitagent, ja. Siehst du, mein Holodoc habe ich auf Zeitagent umtrainiert. Nee, naja gut, es gibt ein Dreieck nach oben und ein Dreieck nach unten, ne? Ja, das ist nach unten. Kommando nach unten. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Jetzt weiß ich, Kommando geht, Spionage, Pilot und ich habe den auf Zeitagent. Ich habe auch noch keinen Zeitagenten. Ich habe erstmal meine ganzen anderen BOs eingefordert. Hier den Androiden hier, den 0718 und den Holodoc und die. Okay, Zeitagent kostet fast eine Million. Aber naja, eine Million. Was ist schon eine Million? Millionen. Also für Führung hätte ich noch einen hier und für Pilot hätte ich einen hier, aber ich habe nichts für Zeitagent. Ab. So. Und was kann man da so empfehlen allen an Fähigkeiten? Schnitzelbrutzeln. Was lügt da so richtig? Was zieht da die Wurst von der Bämmerich? Hast du einen Lieutenant Commander? Lieutenant Commander, ja. Dann würde ich als Lieutenant Commander Fähigkeit würde ich die rekursive Scherung nehmen. Alter, hier stinkt's nach Fisch. Denn die rekursiv heißt das. Die rekursive Scherung sorgt dafür, also es ist ein Debuff, den der Gegner 5 Sekunden auf sich hat und jeder Schaden, der dem Gegner innerhalb dieser 5 Sekunden zugefügt wird, nicht nur deiner, auch der deiner Teammitglieder, wird dann im Anschluss nach Ablauf der 5 Sekunden nochmal zu 25% auf den Gegner draufgeschleudert. Sehr geiler Skill und einen sehr geringen Cooldown. Ansonsten, wenn du noch eine Fähnrich-Fähigkeit nehmen willst, dann würde ich hier diese, wie heißt das denn nochmal? Wie heißt denn nochmal das Ding, was die... Oh, übrigens, DJ Spock ist übrigens mit von The Red Shirts geworden. Bin jetzt gerade so voll raus. Ich hab halt keinen Zeitagenten hier. Aber wie gesagt, DJ Spock ist Mitglied von The Red Shirts geworden. Herzlich willkommen. Was ist das? Alter, gerade sind 17 Leute in der Flotte online. Ich habe gedacht, ich zeig dir gerade die Offline-Leute. Tut mir ja leid, JP, aber rekursive Sicherung ist halt nun mal gut. Ansonsten gibt es ja noch diese AOE-Fähigkeit auf dem Lieutenant. Aber hier ist eins zu weit oben gekauft, was ist denn das? Scherung 2 kann ich hier nur kaufen, Scherung 1 wäre das übrigens auf dem Lieutenant Commander. Ach, 1 ist das sogar nur. Der 1er. Deswegen. Ja. Naja, gelenkter Abbau, genau. Gelenkter Abbau ist noch eine sehr schöne Fähnrich-Fähigkeit. Und dann würde ich auf dem Lieutenant würde ich dann Kaskade, heißt das. Irgendwas mit Kaskade. Kastration. Ja, genau. Kastration. Alter, guck mal die Fische überall an hier. Ja, das wäre eigentlich, also wenn ich nur 3 Fähigkeiten hätte, dann würde ich den gelenkten Abbau nehmen, die Kaskade und die rekursive Scherung. Wenn schon, denn schon. Also, das war die rekursive Scherung, dann die Kaskade, was? Irgendwie was mit Kaskade heißt das. Ich habe vergessen wieder. Das ist schon klar, ich habe das Zeug noch nie hergenommen. So, entropische Kaskade. Ja, genau. Und, was haben wir noch? Und dann rekursive Scherung 1. Ach, nochmal.
Nee, das ist ja Lieutenant Commander. Also Fenrich ist der gelenkte Abbau 1. Dann machst du die Kaskade auf dem Lieutenant. Es müsste Kaskade 1 sein wahrscheinlich. Gelenkter Abbau 1, das ist ja hier... Oh, das waren doch fast 7 Stück für den gleichen Preis. Nee, nee, nee.